Weißt du, Gott möchte durch dich Dinge hervorbringen. Er möchte Dinge zur Geburt bringen. Er gibt dir Eindrücke, Worte, Wünsche, Bilder, vielleicht eine Vision. Und er möchte, dass du damit schwanger gehst und zu gegebener Zeit sie hervorbringst. Dass sie ins Sichtbare kommt, dass sie Realität wird. Dass sie geboren wird. Und in der Bibel lesen wir vom vierfachen Ackerfeld. Du kennst dieses Gleichnis garantiert. Dort ist das Ackerfeld das Herz des Menschen. Und der Same, der ausgestreut wird, ist das Wort Gottes. Und du weißt, da gibt es die Vögel, die nehmen das Wort sofort weg. Es kann gar nicht erst sich verwurzeln. Oder dann ist es die Hitze und die Trockenheit, die dafür sorgt, dass dieser Same verdorrt. Das Wort kann nicht wurzeln. Dann anderes ist es, wo es Wurzeln schlägt, aber wo die Dornen es ersticken. Das sind Sorgen und Probleme des Alltags. Und wieder anderes trägt Frucht. Das ist interessant, nicht wahr? Der Same, der ausgestreut wird, das Wort Gottes, was ausgestreut wird, bringt nur teilweise Frucht. Der Rest erstirbt. Weißt du, warum Menschen ein Kind abtreiben? Der eigentliche Grund ist, weil sie meinen, sie können es sich nicht leisten. Es würde zu viel Aufwand sein. Es würde zu viel Zeit oder Kraft oder Finanzen oder Möglichkeiten ihnen wegnehmen. Es ist ihnen zu viel Investment. Es kostet sie zu viel. Und genau das ist auch der Grund, warum Menschen geistliche Abtreibungen vornehmen. Ich meine damit Dinge, die Gott durch dich zur Geburt bringen will und wo du zulässt, dass sie weggenommen werden, dass sie abgetrieben werden, dass sie einfach verschwinden. Zum einen ist da der Feind, der es gleich wegpickt, sodass es gar nicht erst richtig sich verwurzeln kann. Zum anderen sind es die Sorgen und die Umstände und die Probleme und Schwierigkeiten, die es einfach ersticken. Oder die Trockenheit des Alltags. Und wir müssen verstehen, dass da ein Problem liegt. Gott gibt dir Eindrücke, Gott gibt dir Inputs und er möchte, dass du damit schwanger gehst. Er möchte, dass du sie zur Geburt bringst und er will nicht, dass du sie geistlich abtreibst. Das können ganz kleine Dinge sein. Ein Eindruck, dass du sagst, ich müsste mal den oder jenen anrufen. Ich sollte jetzt mal für den oder jenen beten. Ich sollte den Fernseher ausmachen und die Bibel lesen. Oder auch große Dinge. Ich sollte eine ordentliche Spende geben für meine Gemeinde oder einen Dienst, einen christlichen. Oder was auch immer. Vielleicht sogar eine Berufung in einen vollzeitigen Dienst, dass der Herr dich mächtig gebrauchen kann. Und wir empfangen diese Dinge und wir merken, in unserem Geist ist da etwas, aber dann kommt unser gesunder Menschenverstand und wir schieben sie zur Seite. Wir sagen, ach, das kann ich mir nicht leisten oder das kostet mich zu viel oder wir lehnen die Dinge, die Gott in uns hervorbringen will, ab. Und ich bin absolut sicher, dass unsagbar viele Segnungen Gottes durch Christen abgetrieben worden sind, geistlich. Dass man sie einfach weggetan hat aufgrund davon, dass man sagt, das ist mir zu mühsam oder das will ich mir nicht leisten, das kann ich mir nicht leisten, das Investment ist zu hoch. Überleg mal, ob solche Dinge in deinem Leben vorgekommen sind. Gibt es da Dinge, die Gott hervorbringen wollte durch dich und denen du einfach keinen Raum gegeben hast? Weißt du, Abtreibung ist eine schlimme Sünde. Und das gilt auch für Dinge, die Gott in uns hervorbringen will und die wir wissentlich, willentlich ablehnen und abtreiben. Wir sollten da sehr ernsthaft sein, Gott um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er neu in uns seinen Samen hineingibt, damit das, was ihm auf dem Herzen ist, wirklich in unserem Leben hervorkommen kann. In Sprüche 4 finden wir dazu einen wunderbaren Bibelvers. Dort heißt es, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinem Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens,
Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Verstehst du, worum es hier geht? Das Reden Gottes, den Input, den der Heilige Geist in deinem Leben hervorbringen will, du musst ihm Raum geben im Inneren deines Herzens, dass es wachsen kann, dass es hervorkommen kann, dass es Wurzeln schlagen kann, dass es groß werden kann, dass es irgendwann zur Geburt kommt. Denn es ist Leben. Es geht darum etwas, was lebendig ist. In dem Sinne bitte ich dich, lass einfach dir durch den Kopf gehen, wo sind Dinge, die Gott durch dich hervorbringen wollte, die du weggewischt hast. Und wende dich Gott zu und sag, Herr, ich brauche eine neue Chance. Bitte bring durch mich das volle Maß dessen hervor, was du für mich vorbereitet hast. Ich glaube, Gott hat viel mehr, was er durch dein Leben bewirken will, als du bis jetzt auch nur erahnt hast.